Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Nach einigen Tagen der Krankheit bin ich jetzt so weit wieder genesen, dass wir diese Erinnerung da hinten aufheben können. Gestörte Menschen ernähren sich Und da das sowieso nicht geht, auch dass wir weiterspielen können. Man hört es vielleicht noch, denn diese sexy, nasale, tiefe Stimme ist nicht meine eigene, auch wenn es mir leid tut. Es ist doch nur eine gebietete. Jetzt vorübergehend noch, aber das wird sich auch legen. Wir haben hier einen Zahn und waren in der letzten Folge, glaube ich, da in diesem Herzteilbunker, in diesem Steckenhaus und haben da genauso kleine Viecher zerstört, um an das Herzteil zu kommen. Herzteil? Ja, ich bin in Zelda. Man merkt es gar nicht. Katze. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Ja, hast du recht. Und wir haben uns das geholt, diese Zusatzblüte, damit wir ein bisschen mehr Leben haben halt. So, was da unten sieht ein bisschen eklig aus, deswegen springe ich erstmal hier hin und ich muss irgendwie an die Erinnerung. Oh, 666 und ein Pentagramm. Sehr interessant. Und schöne kleine Fleischschubladen. Treppen. Okay, und hier sind ganz viele nicht so schöne. Oh Gott, da unten muss ich bestimmt auch noch hin. Und ich freue mich nicht wirklich. Und da ist ein Schalter. Irgendwo hier auf jeden Fall. Da. Mit einem wunderschönen, halben, hirnlosen Babykorb. Okay, und wie es aussieht, haben wir... einiges verändert im Raum. Und ich wette, genau, wir kommen jetzt auch an die Erinnerung. Schuldige und der zu Unrecht Beklagte können jetzt auch noch zusätzlich... ganz bestimmt, nämlich hier hinten lang und hier noch was finden, aber bringt uns auch nichts. Denn Baby? Baby? Wieso bin ich immer noch klein? Ah, okay. Ja, keine Ahnung, ich komme hier irgendwie nicht durch. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll, kann, muss. Schalter nochmal drücken können wir nicht. Hier waren wir gerade, das heißt wahrscheinlich, dass wir uns mal voll nicht verlaufen haben, denn hier unten geht es weiter. Tja, das wusste ich natürlich von Anfang an. Nicht. Wir haben einiges an Leben mittlerweile. Und kommen jetzt auch, scheiße, auch in den Raum hier unten. Mit den vielen Stacheln, geh weg, Stachel. Oh, wir können sogar groß hier unten rumlaufen. Joa, versuchen wir mal. Und es geht nicht. Ach so, die gehen runter. Upsi. Ja, gut, das wissen wir aber gleich. So, wenn wir uns jetzt beeilen, schaffen wir es. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut sogar. Und können jetzt hier am besten klein wahrscheinlich lang. Weil wir eventuell ein bisschen groß sind. Um das so zu schaffen. Jupp, das geht. Und wir fahren hier mal mit Richtung... Wohin eigentlich? Da! Denn da ist ein... Wow, Geheimgang. Und den holen wir uns direkt mal. Ach, mit Schalter sogar. Das ist interessant. Okay. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut ist oder wie wir da dran kommen. Eventuell. Ach so, von da. Ja. Treffen, 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 treffen. Ah, wir haben die Tür geöffnet. Wundervoll. Da ist noch so einer. Und damit haben wir auch irgendwas irgendwo geöffnet. Keine Ahnung. Ach so, hier. Okay. Und, ach, da. Ja, fahr. Fahr. Okay. Und hier kurz stoppen, denn da kommen die bösen Stacheln raus und das ist nicht so schön weg da. So, hier haben wir noch so einen komischen Schalter und... böse Stacheln. Geht weg.
So, Nummer 5. Wir gehen in Schlüsselloch Nummer 5, um den Schalter jetzt zu betätigen. Da unten ist übrigens das Gehirn, was ihm fehlt. Es ist schön mit anzusehen. Okay. Kommen wir von hier aus, hier hoch und dann darüber und ups. Können uns mal klein machen, sehen aber nichts. Okay, hier ist so ein blauer komischer ganz raus Katapultierpuls. Ich bin irgendwie ein bisschen verschnoddert. Das legt sich auch nicht so schön, aber hier ist ein Rutsch und das wird uns ein bisschen aufmuntern auf unserem Weg Richtung Endboss, der schätzungsweise auch irgendwann mal auf den Plan tritt. Weil ich es nicht wirklich weiß. Das hier nur vermute, weil das Level doch schon relativ lang ist, finde ich. Ja, es ist hier schon mal. Tschüss. Schlecht gewesen. Ja. War nicht so gut. Vielleicht brauchen wir mehr Anlauf oder so. Anschwung, Anrutschung. Irgendwie sowas. Okay, das müsste gehen. Das müsste nicht gehen. Ja, das könnte uns eventuell noch ein bisschen beschäftigen. Generell in dieser Steuerung und diesem Springen nicht wirklich gut zurechtkomme. Noch nie gut zurechtgekommen bin. Und sie hat... ich habe den Sprung total verloren. Oh. Fail. Also riesen Fail. Bisschen Anlauf nehmen hier. Und dabei sämtliche Rosen verlieren. Ja, so muss das sein. Wow. Es ist echt... oh, das könnte... Ja, sehr gut. Das hat doch gerade so gepasst. Und hier sind Skelette von Pelikanmenschen und einem Affenmensch oder so. Keine Ahnung. Von irgendwas Co... Oh, nee. Nee, komm, geh weg, ey. Target. Okay, wir treffen sie, wir treffen sie. Wir treffen, 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 treffen. Treffen. Das ist tot. Das ist tot. Jo, schön. Dann kannst du es auch aus dem Target nehmen, was auch immer du noch im Target hattest. Okay, der böse Knochenfinger zeigt da lang. Dann folgen wir dem natürlich. Dem bösen Knochenfinger. Obwohl wir... Nein, wir folgen dem Knochenfinger. Da ist mal wieder der Zug. Und, so. Ach, schon wieder so ein Ding. Dum, 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 dum. Also eigentlich sind das total blöde Gegner, weil die, wenn man auf sie schießt, dann wirklich nur rumstehen und blöd sind. Na, komm her. Komm. Sag mal. Kollege. So. Ja, da unten scheint auch irgendwas zu sein, dann gehen wir erstmal runter. Sieht mir hier nämlich wesentlich einfacher aus. Und wir finden... Irgendwie... Wie? Gar nichts. Ein paar Zähne. Aber immerhin. So, das heißt hier den Dingens drauf und dann darüber müsste... Ich hasse diese Art von Schaltern so. Elendige Mistschalter. Okay, ich habe da hinten jetzt wahrscheinlich was vergessen, aber ich habe eigentlich keine Lust, dieses Schalterding normal zu machen. Und es sieht auch nicht so aus, als hätten wir viel vergessen. Außer vielleicht ein paar Zähnen, weil ich sehe im Moment nichts anderes. Kann natürlich sein, dass da unten total die interessante Erinnerung liegt oder andere schöne Sachen. Ist mir zwar gerade auch egal. So, hallo? Ist das jetzt gerade zuge? War das nicht auf? Oh, ein Skelett von einem Puppen. Mann. Weiß ich nicht. Ja, wir kommen unten doch hin, weil wir jetzt irgendwas gemacht haben und ich weiß nicht genau was. Können wir jetzt nicht gerade mal gucken, ob wir wirklich was übersehen hatten. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Nö, nur ein paar Zähne und ein paar Blumen. Und so eine Blume. So, das heißt, wir müssen jetzt nämlich... Ach so, auf genau die andere Seite.
Wow. Ja, das lief doch sehr gut. Dafür, dass es sonst immer so schlecht läuft, auf jeden Fall. So viel zu sagen gibt es ja nicht zu. Es ist eigentlich extrem langweilig im Moment. Weil bis auf diese kleinen fetten Babys, die sich als sehr leicht zu besiegen herausgestellt haben, wenn sie nicht ungefähr zu 10 auftreten oder so, oder mit irgendwelchen anderen großen Dingern, geht das nämlich sehr gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken, okay, das ist der da hinten. Wir gehen kurz hier hoch. Auf die 10 da unten können wir, glaube ich, verzichten. Die sind relativ egal. Wichtig ist nur, dass wir hier... Ah, jetzt häng ich an der Kante fest. Dass wir hier weiterkommen und... okay, ich habe eine Schweineschnauze gehört. Die nehmen wir dann natürlich mit. Das heißt, wir können das gleich alles nochmal machen. Aber, okay, den Zahn lasse ich da oben, damit ich weiß, wo ich mich orientieren muss. Wir suchen jetzt die Schweineschnauze. Die da unten ist. Aha. Okay. Wow, wow, wow. So. Ja, super, eine Flasche gefunden. Ich habe mir diese komische... diese Sachen, die man freischaltet, glaube ich, das eine Mal angeguckt, wo ich gehört habe, dass man was freischaltet. Ist aber so uninteressant gefunden, dass es, ich es nicht normal gemacht habe. Und wenn da irgendwer Wert drauf legt, kann man da mal reingucken, aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Weil mich persönlich interessiert es nicht so... Blöde Kante! Interessiert es nicht so sehr. Und, oh Gott, meine Nase setzt sich gerade voll zu. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Hallo? Hallo? Ach so, wahrscheinlich muss ich jetzt, im Sprung dieses Ding hier nehmen, um mit dem... Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, da ist ein Gehirn. Das ist schön. Das habe ich auch bei mir zu Hause. Und, ach, diese komischen drei blinden Ratten. Waren die nicht aus Cinderella oder so? Waren da nicht blinde Mäuse bei? Bei Shrek auf jeden Fall. Ich glaube, die gehören zu Cinderella. Weiß ich jetzt auch nicht genau. So, ja, ich muss hier durch. Wow. Wow. Hilfe. Ja. Ein bisschen was hier von Gemüse machen. Fürs Essen. Stampfen. Und ich habe überhaupt nichts berührt. Hallo? Was ist das denn? Lass mich. Was ist das? Ich hasse das. ja. Oh, ich höre was. Ich höre was. Schwitscheln und schwatscheln. Was ist das? Scheren? Okay, das sieht interessant aus. Das kann man mal machen. Ich muss jetzt nur gerade mal sehen, wo ich hier überhaupt lang muss. Hier, schätzungsweise. Dann super schwer übrigens. Also wirklich. Wie es aussieht, geht es hier unten auch noch irgendwie weiter. Ich habe jetzt aber nicht wirklich Lust, da runterzufallen. Und ich, oh, ich wollte gerade springen. Böses Stampfding. So, ach nee, das ist bestimmt so ein... Scheiße. Oh, und den Wachs gegossene Baby. Babys. Ach, das ist bestimmt sowas, wo man so ganz hochklettern muss und dann, wenn man einmal runterfällt, dann muss man alles wieder von vorne machen. Das Wunderland zu retten, bedeutet dich selbst zu retten. Ja, danke für den Tipp. Finde ich super. Und das schaffe ich sowieso nicht, also das machen wir bestimmt ein paar Mal hier. Ja, gut, ne, vielleicht auch nicht und vielleicht schaffen wir es beim ersten... Oh, was war das? Wieso waren das Stacheln? Wo bin ich überhaupt? Achso, hier. Das war jetzt ein bisschen failurig, weil die hätten wir eigentlich nehmen müssen, die komische Schiene da. Ich finde die Scheren immer noch toll. So. Wow. Ey, das war jetzt aber ein bisschen schnell, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mist hier. So, alles nochmal für vorne und nochmal ein bisschen hier hinten starten. So, dann geht das nämlich auch. Und hier ist ein Köpfchen, das können wir jetzt hauen. So. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas upgraden können von unseren Waffen. Ach ja, die Pfeffermühle mit 700. Oh, und da sind wir bald.
Mit 619 fehlen uns dann nämlich noch 81. Tja, hier, Mathe-Leistungskurs, ne? So, Schnecken. Kommen die da noch mehr raus? Blöde Viecher. Wieso lebst du noch? Okay, ja, ich gehe einfach raus, weil hier ist sowieso nichts besonders. Ein paar Zähne und eventuell eine Hose. Oh, Baby, bestimmt ein Baby. Oh ne. Ja. Okay. Also wie das alles auseinanderfällt, hat das nicht Bob der Baumeister gebaut. Es war eindeutig irgendwer anders, der es nicht konnte. Okay. Hallo. Ja, oh, nee, boah. Nee, ah, scheiße. Was ist das überhaupt? Nee, oder? Ich kann mich nur wiederholen mit nee, oder? Ich denke mir die ganze Zeit, nee, oder? Weg da, irgendwie das kleine Zeug wegflocken. Nochmal einen rüberziehen und eventuell treffe ich was. Na, doch, ich habe, glaube ich, den dicken schwarzen Blubber getroffen und... Oh Gott, die kommen ja alle hin. Baby, Baby, macht Scheiße. Jo, und das ist doch... Ich glaube, ich habe zwei auf einmal getroffen. Nee, schade. Wow. Doch nur eins. Und da kommen noch mehr. Wieso kommen da noch mehr? Als wären das nicht genug. Hallo, Leute. Ihr braucht auch mal eine Verschnaufpause, ne? So, wir haben da hinten... zwei, glaube ich, platt gehauen und ja, der hat dann natürlich genau in dem Moment, wo ich ansetzen wollte. Aber auch damit, ey. Wow. Also, der war schon mal die Arme abgeschossen und der nervt da hinten so ein bisschen rum. Hallo, hier. Headshot. Oh nein. War nicht so headshottig, aber es war nah dran. Okay, die Situation ist so einigermaßen geklärt und... Ich denke, viel schwerer wird es nicht, so den schießen wir gerade kaputt. So, jetzt ist der nämlich auch hin und wir können uns um die komische Zombie-Oma da kümmern. Wie ging das nochmal? Ja, genau. Und dann auf das... hallo! Lass das! Weg! Wow, Alice, ey, übertreib's nicht. Wir können in der Ansicht nicht springen! Ah! So, jetzt aber. So, hallo, ey. Dreht sie sich jetzt um? So. Hast du davon, ey, komische Mistpuppe. Und wir haben einen Schalter freigespielt. Sehr, sehr gut. Okay. Okay. Das sieht fast irgendwie so nach Einleitung Ende aus. Aber vielmehr... Also ich weiß sowieso nichts. Und habe von nichts einen Plan. Also würde ich das, was ich sage, nicht für voll nehmen. Okay, hier fehlt jegliche Untermalung. Es könnte tatsächlich so sein. Rette uns. Oh, was sehe ich im Spiegel? Gar nichts. Voll der nutzlose Spiegel. Aber hier ist eine Geheimtür und die schnurren wir uns. Um dann hier weiterzugehen und die Katze zu sehen. Wo ist sie denn? Vernichte, was dich zu zerstören droht. Das ist ein sehr interessantes, karges... Wort karges Level. Ich habe ja auch nicht meine Pfeffermühle abgedatet. Das wollte ich eigentlich noch machen, bevor ich zum Ende komme. Und ich weiß also wirklich nicht, ob es das Ende ist. Ob es das Ende ist oder nicht. Ich rate ja einfach nur. Kann man da unten rein? Weiß ich nicht. Kannst mal versuchen. Da ich angemeckert wurde. Nee, kann man nicht. Dass ich einen Haufen Geheimgänge übersehe und sowas. Also nicht angemeckert, sondern mir ins Herz gelegt wurde.
Naja, nicht wirklich. Naja, ich gucke auf jeden Fall jetzt genauer nach Geheimgängen. Die letzten 10 Spielminuten, die wir nur haben. Und ja, so ist das. Können wir hier unten mal gucken. Und Blume da. Hier ist eine Blume. Okay, die ist egal. Was machen wir hier mit? Okay, das ist, glaube ich, aber kein Geheimgang, sondern gehört zum Spielverlauf. Deswegen schätze ich, dass das hier geheimnisvoll und mysteriös. Oh, eine Schnecke. Die machen wir noch. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. What the fuck? Okay, das ist jetzt, kannst du die Zeit überstehen und nicht töte irgendwas. Wow. Wow. Ja, nicht mit mir, Freunde. Okay, es sind ganz schön viele kleine Summelbrummel-Bienenmännchen. Und... Ah, die Scheiße, bring mich nach oben, ey. Wow, oh, riesiger, böser... Wie heißt er denn? Scharfrichter, glaube ich. Ja, ja, ho, ho. Oh, Hilfe. Was ist das denn? Ach so, das sind die von diesen kleinen Mistviechern. Ja, super getroffen, Alice, ey. Ja. Fliegen wir hier mal schnell rüber und... Ach, das ist kaputt. Und zwar nicht wenigstens nicht noch mehr Gegner haben. Und... Ah, oh, Mistvieh. Gehen hier wieder straight rüber, um unsere Tierkanone aufzuladen, einmal eine Menge zu schießen und irgendwas zu treffen. Aber stimmt. Wow, wow. Nee, aber nicht. Ah. Nee, jetzt so schnell. Ja, das ist überhaupt nicht witzig, ey. Schadenfreude, ey. Was bist du für einer? Wahrscheinlich voll die schlechte Kindheit gehabt und so. Oh, wir haben gewonnen. Sehr gut. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Was? Ja, natürlich. Rosenteile sind es, keine Herzteile. Oh, ich muss einmal kurz lautlos stellen. Kann ich nicht, sonst geht das wahrscheinlich gleich wieder nicht. Okay, wir machen hier für heute erstmal Schluss und sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Beim wahrscheinlich Endspurt für... Endspurt. Total moderatormäßig angesagt. Für Alice. Also bis dahin. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.